Herzlich willkommen zu einem neuen EIKE-Video. Blackout, das ultimative Katastrophenszenario. Über Tage verschwindet der Strom, es bilden sich Konflikte innerhalb der Bevölkerung. Gesundheitsversorgung, Nahrung, Wasser, Wärme, all das ist nicht mehr gesichert. Banden streifen durch die Großstädte, immer auf der Suche nach Opfern. Doch dann stehen die Leichen auf und wandeln als Untote durch die Ruinen der dunklen Hochhäuser. So oder so ähnlich werden Katastrophenszenarien in den zahlreichen Büchern, Serien und Filmen dargestellt. Eine Gemeinsamkeit haben fast all diese Geschichten. Irgendwann ist der Strom weg. Szenenwechsel. Der Westdeutsche Rundfunk veröffentlicht auf Instagram eine Grafik. Entspannt durch den Blackout. Dort wird lapidar erwähnt, dass man alle Geräte ausstöpseln soll, falls der Strom wieder angeht, man doch bitte Nahrung für 10 Tage bereithalten soll, genug Wasser und medizinische Versorgung haben soll. Alles halb so wild. Um es mit den Worten des Ex-Wirtschaftssekretärs Thomas Bareis zusammenzufassen, Zitat, der WDR vermittelt den Eindruck, der Blackout ist das neue Party-Highlight. Nach dem Motto, bringt Kerzen und gute Laune mit. Blackouts sind ein sehr ernstes Thema. Aber ist ein Blackout überhaupt wahrscheinlich und was ist überhaupt ein Blackout? Als Blackout bezeichnet man einen überregionalen, plötzlichen Stromausfall. Der Begriff tauchte erstmals in den 2000er Jahren auf, als 2003 in weiten Teilen der USA und 2006 in Europa der Strom ausfiel. Viele Katastrophenapokalyptiker sprechen bereits von einem Blackout, wenn in einem 1000-Seelendorf mal 2 Stunden der Strom weg ist. Das ist aber sachlich falsch, denn bei einem Blackout muss es sich um einen großflächigen Stromausfall handeln. 2006 beispielsweise waren mehrere Länder betroffen. Wie realistisch ist aber ein flächendeckender Stromausfall? Im Januar konnte man bereits einige Vorboten beobachten. In Berlin war am 10. Januar kurzzeitig der Strom weg, woraufhin das Heizkraftwerk Klingenberg mit Importgasbetrieben ausfiel. 180.000 Ostberliner hatten kein warmes Wasser. Aber häuften sich die Netzunterbrechungen im Vergleich zum Vorjahr? Im Jahr 2020 kam es zu insgesamt 162.224 Unterbrechungen und damit zu 2.400 mehr als im Vorjahr. Der Anstieg ist allerdings so gering, dass man keinen wirklichen Trend erkennen kann. Leider sind die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2021 noch nicht veröffentlicht. Ob es im vergangenen Jahr signifikant häufiger zu Unterbrechungen kam, werden wir in den nächsten Monaten von der Bundesnetzagentur erfahren. Trotz aller Skepsis, die auch durch die explodierenden Strompreise befeuert wird, muss festgehalten werden. Noch funktioniert das deutsche Stromnetz und es kommt nur in Ausnahmefällen zu Problemen. Ein Blackout zeichnet sich anhand der Beobachtungen also noch nicht ab. Trotzdem gärt es in den Medien und der Stimmung der Bevölkerung. Jeder Stromausfall wird als Vorbote für die nahende Apokalypse angesehen. Zu Recht? Ja, denn gerade jetzt könnten weitere und drastischere Stromausfälle auf uns zukommen. Zum 1. Januar gingen 3 Kernkraftwerke vom Netz. Brockdorf, Kronde und Grundremmingen. Dadurch verlor das deutsche Stromnetz über Nacht eine Nennleistung von rund 4000 Megawatt. Das entspricht, laut Rechnungen des RWE, 33 Milliarden Kilowattstunden Strom, die mehr als 10 Millionen Haushalte mit Strom versorgen können. Zur Erinnerung, in Deutschland gibt es etwa 40 Millionen Privathaushalte. Mit den 3 abgeschalteten Stromkraftwerken könnte man demnach 25% aller privaten Haushalte versorgen. Zum Vergleich, ein durchschnittliches Windrad liefert eine Nennleistung von gerade einmal 4 Megawatt. Die tatsächliche Leistung liegt deutlich darunter. Demnach braucht man auf dem Papier also 1000 Windräder, um die 3 Kernkraftwerke zu ersetzen. Auch der Kohleverstromung geht es nach und nach an den Kragen. Die neue Regierung hat bereits den beschleunigten Kohleausstieg angekündigt. Der alte Fahrplan läuft schon längst. 2021 wurde die Verstromung aus Braun- und Steinkohle auf jeweils 15 Gigawatt gesenkt. Auch diese Lücke muss also mit Importen und erneuerbaren Energien gefüllt werden. Kohle und Kernenergie haben neben ihrer enormen Leistung noch einen weiteren Pluspunkt. Sie liefern stetig Energie. Das heißt, es kommt nie plötzlich zu viel oder zu wenig Strom ins Netz. Wie zum Beispiel bei der Windenergie, die eben von den Windverhältnissen abhängig ist. Zwar behaupten Vertreter der grünen Energie, dass auch diese verlässlich seien, doch die harten Zahlen zeigen etwas vollkommen anderes. Dazu muss man sich die ersten Quartale der Jahre 2020 und 2021 anschauen. 2020 kamen 49% der Stromeinspeisung aus konventionellen Energien, wohingegen 51% aus erneuerbaren Energien kamen.
Soweit, so gut. Im Verlauf des Jahres wurden weitere 1400 Megawatt Leistung an Windenergie hinzugebaut, also eigentlich genug, um ein Kernkraftwerk zu ersetzen. Wuchs also der Anteil der grünen Energie weiter an? Nein, stattdessen hatte man ein Jahr später folgende Verhältnisse. 59% wurden aus konventionellen Energieträgern gewonnen, nur noch 41% aus den erneuerbaren Energien. Die Unterschiede gehen hauptsächlich auf die Schwankungen in der Windenergie zurück. Von 35% fiel man auf 24%, was einem Rückgang von ungefähr 8 Terawattstunden entspricht. Und das, obwohl mehr und mehr Windkrafträder gebaut wurden. Aufgefangen wurde die Lücke vom Erdgas und der Kohle, aber auch die konstanten 12% Kernenergie sorgten für eine stetige Lieferung. Stand Januar 2022 hat sich die Stromerzeugung mit Kernenergie bereits halbiert. Demnach entfallen nur noch rund 6% des gesamten Stroms auf die drei verbliebenen Kernkraftwerke. Es ist also im Rahmen des Möglichen, dass wir in den nächsten Monaten und spätestens ab 2023 ganz ohne Kernkraft auch großflächige Stromausfälle erleben werden. Wochenlange Stromausfälle werden, trotz der geheimen Wünsche zahlreicher Apokalyptiker, allerdings nicht stattfinden. Stattdessen wird sich unsere Stromversorgung dem eines Entwicklungslandes annähern. Immer mal wieder Ausfälle, gefolgt von stabilen Phasen. Stundenweise Ausfälle in Region A, dann Probleme in Region B und das ganze Spiel von vorn. Und wer jetzt immer noch denkt, dass Stromausfälle irgendwie mal ganz interessant seien, dem haben wir eine Liste erstellt, was alles nicht mehr funktionieren wird. Medizinische Geräte außerhalb des Krankenhauses, in Alten- und Pflegeheimen. Benzinpumpen an den Tankstellen. Wasserversorgung im Haus. Die Heizung. Ampeln im Straßenverkehr. WLAN. Funknetze. Die Abwasserentsorgung mit entstehender Seuchengefahr. Elektrische Schiebetüren. Lebensmittelproduktion, die Autotunnel, die aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, defekte Elektrogeräte beim Wiederanschalten durch Stromspitzen und am allerschlimmsten keine neuen EIKE-Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf Gefällt mir und abonniert den Kanal. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr euch auf mögliche Stromausfälle vorbereitet habt. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Bis dann.